Ich begrüße Sie. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Paartherapeutin und praktiziere seit 25 Jahren. Im Folgenden möchte ich Ihnen meinen Kurs über Resilienz vorstellen. Dieses Seminar über Resilienz, das schon seit 5 Jahren in der VHS angeboten wird, liegt mir gerade in dieser Pandemiezeit besonders am Herzen. Wie können wir es schaffen, in dieser Krisenzeit und auch mit anderen herausfordernden Lebensumständen möglichst gut zurechtzukommen, gut zu überstehen die Zeit und dabei nicht zu verzagen. Viele von Ihnen haben sicher schon des Öfteren den Begriff Resilienz gehört, gerade in dieser Zeit jetzt. Resilienz ist die Stärke, die es uns ermöglicht, Lebenskrisen ohne langfristige Beeinträchtigungen zu meistern und setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Haltungen, Eigenschaften und Strategien. Man könnte sie auch als seelisches Immunsystem bezeichnen. Ein wesentlicher Faktor ist eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit, auch unter besonderen Belastungen. In schwierigen Situationen und Krisen können wir unsere Resilienz trainieren. Das wird uns meist erst hinterher bewusst. Ich sprach am Beginn von Grundhaltungen und Fähigkeiten. An 2 Beispielen möchte ich Ihnen das gerne verdeutlichen. Eine wesentliche Grundhaltung der Resilienz ist die Lösungsorientierung. Gesellschaftlich dominiert die Problemorientierung, das zeigen uns täglich die Medien. Sie können das selbst bei sich beobachten. Was nehmen Sie auf von den täglichen Nachrichten? Lassen Sie sich zudröhnen oder können Sie ganz bewusst andere Gedanken dagegen setzen? Lösungsorientierten Sichtweisen Aufmerksamkeit zu schenken, heißt häufig, gegen den Strom zu schwimmen. Wie ist Ihre Grundhaltung? Welche Gefühle löst es in Ihnen aus, wenn Probleme auftauchen? Sehen Sie zuerst die Schwierigkeit oder die Herausforderung? Problemorientierte Menschen verwenden meist viel Zeit und Energie darauf, aktuelle oder mögliche Probleme immer wieder zu beschreiben, zu analysieren, zu beklagen. Resiliente Menschen dagegen richten ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Lösungen. Dieser Fokus auf die Lösung öffnet den Blick nach vorn, schafft Energie für das Wesentliche, aktiviert Ressourcen. So können aus Problemen Herausforderungen und Aufgaben werden. Es geht letztlich immer wieder darum, gewohnte Denkmuster und Handlungsroutinen zu durchbrechen und Kreativität und Flexibilität in unser Denken einzuladen. In diesem Kurs werde ich Ihnen dazu ein Modell vorstellen, das Spielräume für kreatives Denken öffnen kann. Lösungsdenken braucht Freiräume. Auch dazu werden wir uns in diesem Kurs austauschen. Wir werden gemeinsam Antworten zu folgenden Fragen suchen und erarbeiten. Wie bringen Sie sich selbst wieder ins innere Gleichgewicht? Oder wie können Sie Gefühl und Verstand ausbalancieren? Sind Sie eher ein rationaler oder ein emotional bestimmter Mensch? Wie können Sie emotionale Distanz herstellen, wenn Sie sich von Gefühlen überschwemmt wahrnehmen? Wie kommen Sie wieder mehr in Kontakt mit Ihren Gefühlen, wenn die Vernunft Sie stark dominiert? Auf welche Weise können Sie wieder mehr Selbstkontrolle gewinnen? Diese wichtigen Fragen werden wir uns zuwenden und auch darüber im Austausch sein. Im vertrauensvollen Gespräch miteinander können sich neue Wege und Möglichkeiten eröffnen. In diesem Zusammenhang werden wir uns auch mit Stressbewältigung beschäftigen, was eine Hauptkomponente eines resilienten Lebensstils ist. Dabei werden auch unbewusst wirkende Glaubenssätze eine Rolle spielen, die unser Handeln ausrichten. Und wir werden uns mit Kraftquellen und Energieräubern beschäftigen. Ja, soweit ein kleiner Einblick in das Seminar, das in einer achtsamen und vertrauensvollen Atmosphäre stattfinden wird. Und nicht zuletzt auch unser Humor ist eingeladen. Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.